Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Lisa und bei mir findet ihr Tipps und Tricks rund um Training, Ernährung und mentale Stärke. In diesem Video zeige ich euch Teil 2 von meinem Beintraining. In meinem letzten Video habe ich euch Teil 1 gezeigt, da ging es eher so um die Beinrückseite, also die Beine werden komplett trainiert, aber eher so der Fokus auf der Beinrückseite. Und dementsprechend ist Teil 2, Beintraining 2, eher so mit Fokus auf der Beinvorderseite. Aber wie bereits erläutert, werden die Beine wirklich in jedem Training komplett trainiert, denn die meisten Übungen, die wirklich effektiv für die Beine sind, sind nun mal komplexe Übungen, wo die kompletten Beine trainiert werden. Dementsprechend starten wir direkt mit Übung Nummer 1. Das ist wohl die bekannteste und auch wirklich eine der effektivsten Übungen überhaupt. Und ihr wisst bestimmt schon, wovon ich spreche, nämlich die Kniebeuge. Kniebeugen trainieren wirklich auch die gesamte Beinmuskulatur, sind ja auch als Po-Übung bekannt, aber haben auch einen sehr, sehr großen Effekt auf die Beinvorderseite. Dementsprechend mache ich die als erste Übung im Bereich Kraft. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen genauer auf die Technik eingehen, weil es wirklich eine super effektive Übung ist, aber man auch natürlich eine richtige Technik haben muss. Und da will ich euch so meine wichtigsten 3 Tipps mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1 ist, mach vor dem Training Mobility. Ich werde noch in den nächsten beiden Wochen ein Mobility-Workout hochladen, sowohl für den Oberkörper als auch für den Unterkörper, weil Mobility-Training ist einfach für die Kniebeuge extrem wichtig, für die Technik, dass du da eben mobil genug bist, in der Hüfte, im Fußgelenk. Falls du noch nicht so mobil im Fußgelenk oder in der Hüfte bist, dann kannst du auch unter deine Ferse eine kleine Handscheibe legen oder eben Gewichtheberschuhe anziehen, die einen Absatz hinten an der Ferse haben, dass du da ein bisschen höher stehst und dadurch in der Kniebeuge tiefer kommst. Tipp Nummer 2 ist der richtige Stand. Es ist weder sinnvoll, zu breit zu stehen, weil dann machst du eher Sumo-Kniebeugen, noch ist es sinnvoll, zu eng zu stehen, weil du dann einfach instabil bist. Sondern stehst circa schulterbreit und die Zehenspitzen sind nicht gerade, sondern die zeigen so leicht nach außen. Denn bei der Kniebeuge geht es auch darum, dass du, wenn du runtergehst und dich hochdrückst, die Knie nach außen vorne schiebst. Wenn die nach innen fallen, die Knie, dann kann es schnell mal zu Verletzungen kommen. Deswegen, wenn du runtergehst, die Knie nach außen und wenn du hochgehst, die Knie wirklich auch aktiv nach außen schieben, damit die nicht nach innen kollabieren. Und ich habe es gerade auch schon kurz angesprochen, die Knie werden nach außen vorne geschoben. Also deine Knie, die dürfen über die Zehenspitzen zeigen. Das ist auch so ein ganz alter Mythos, dass viele denken, die Knie, die dürfen nicht über die Zehen zeigen, weil es dann irgendwie schädlich fürs Knie wäre. Aber da gibt es unzählige Studien, unzählige Artikel darüber, dass eben die Knie auch über die Zehenspitzen zeigen dürfen. Das ist sogar besser so, weil dann die Belastung im Hüftgelenk niedriger ist. Und Tipp Nummer 3 ist die richtige Atmung und die richtige Körperspannung. Wenn du oben bist, dann atmest du ein, hältst die Luft an, gehst runter und hältst die ganze Zeit die Luft und gehst wieder hoch und erst wenn du wieder oben bist, dann atmest du aus. Du atmest nämlich ein und baust dann in deinem Bauch so einen Druck auf, dass du eben hier im Rumpf stabil bist und ziehst die Ellenbogen unter die Stange, damit die auf einer Höhe mit deinem Oberkörper sind, dass du hier wirklich im Rumpf stabil bist und nicht nach vorne einknickst. Als zweite Übung mache ich hier wieder Hip Thrust, habe ich schon im letzten Video erklärt, wie die Übung geht. Allerdings mache ich jetzt nicht im Bereich Hypertrophie, sondern im Bereich Kraft. Ich habe zweimal die Woche wirklich Hip Thrust in meinem Plan drin, weil es wirklich die effektivste Übung für den Po ist. Nur eben einmal Kraft, einmal Hypertrophie, dass eben da beide Bereiche abgedeckt sind und der Booty schön wachsen kann.
So, jetzt hatten wir eine Übung für die Beinvorderseite eher mit den Kniebeugen, dann eine Übung eher so für die Beinrückseite mit Hip Thrust, dann kommt eine Übung, die die Beine wieder komplett trainiert, nämlich Beinpresse. Beinpresse hatte ich auch schon in meiner ersten Einheit drin, allerdings mit einem tiefen und einem engen Stand. Jetzt mache ich Beinpresse mit einem ganz normalen Stand, das heißt schulterbreit und die Füße sind in der Mitte von der Platte ungefähr, um einfach die kompletten Beine zu trainieren. Ich mache einen Satz im Bereich Kraft und zwei Sätze im Bereich Hypertrophie. Wichtig bei der Beinpresse ist, dass ihr den unteren Rücken wirklich die ganze Zeit auf dem Polster habt, weil oft sehe ich, dass jemand Beinpresse macht und dann das Gewicht so weit ablässt, dass der untere Rücken vom Polster abhebt und der im unteren Rücken so rund wird. Und das kann dann schnell mal zu einem Bandscheibenvorfall oder ähnlichem führen und ist einfach extrem schlecht für den Rücken. Deswegen den Rücken immer gerade auf dem Polster lassen. Die Atmung ist ähnlich wie bei den Kniebeugen. Einatmen, Rumpfspannung aufbauen. Ihr denkt zwar vielleicht, ihr seid im Gerät und müsst da jetzt nicht irgendwie besonders viel machen, aber besonders bei der Beinpresse müsst ihr wirklich auch Rumpfspannung aufbauen, dass ihr da eben im Rücken stabil seid und nicht von dem Polster abhebt. Als nächste Übung kommt wieder eine Übung eher so mit dem Fokus auf die Beinrückseite und zwar rumänisches Kreuzheben. Im ersten Plan hatten wir klassisches Kreuzheben, jetzt habe ich hier rumänisches Kreuzheben. Das geht ein bisschen mehr auf den Beinbeuger. Der Unterschied ist auch, dass man beim rumänischen Kreuzheben das Gewicht nicht absetzt, sondern die ganze Zeit in der Luft hält und es immer nur so circa bis zu den Knien, zu den Schienbeinen ablässt. Hier mache ich einen Satz schwer und drei Sätze im Bereich Hypertrophie. Ein weiterer Unterschied ist, dass man die Bewegung eben dadurch einleitet, dass man den Po nach hinten schiebt. Und dadurch bekommt man in der Beinrückseite, im Beinbeuger, einen richtig guten Stretch. Das heißt, wenn du den Po nach hinten schiebst und die Übung ausführst, müsstest du in der Beinrückseite eine starke Dehnung führen. Und deswegen mache ich eben die Übung auch eher im Bereich Hypertrophie, weil es eben durch diese starke Dehnung sinnvoller ist, eher ein paar mehr Wiederholungen zu machen, um da eben auch einen wirksamen Reiz zu erzeugen, den Muskel die ganze Zeit unter Spannung zu halten und eben auch metabolischen Stress zu erzeugen. Das heißt, dass sich die Stoffwechselendprodukte im Muskel anhäufen, was auch ein Faktor für Muskelaufbau ist. Danach kommt wieder eine Übung für die Beinrückseite, nämlich Glute Ham Raise. Das Gerät gibt es leider nicht in jedem Studio. Alternativ könnt ihr auch hier wieder Hyperextensions machen. Ich mache hier 4 Sätze, auch im Bereich Hypertrophie. Und das ist wirklich eine super effektive Übung, weil du da eben beide Funktionen des Beinbeugers trainierst. Einerseits das Aufrichten des Oberkörpers, andererseits das Beugen des Knies, des Unterschenkels. Und gleichzeitig wird auch der Po noch ein bisschen mittrainiert. Und auch hier ist wichtig, dass ihr die Übung wirklich konzentriert ausführt. Das heißt, ihr zieht euch explosiv hoch und lasst euch langsam runter. Nicht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, sondern hoch und langsam kontrolliert runterlassen, dass ihr wirklich den Muskel, die Beinrückseite spürt. Je nachdem, wie ihr eure Hände haltet, das heißt über dem Kopf, vor der Brust oder neben dem Körper, könnt ihr da die Schwierigkeit variieren. Und ihr könnt auch, wenn es euch mit dem eigenen Körpergewicht zu leicht ist, einfach noch ein Gewicht vor die Brust nehmen. Am Ende mache ich Walking Lunges, ist eine Übung, die die kompletten Beine trainiert, aber so ein bisschen mehr den Fokus auf die Beinvorderseite legt. Und die mache ich immer ganz gerne so am Ende des Trainings und auch am Ende der Trainingswoche, weil da einfach die Beine nochmal komplett trainiert, komplett ausgebrannt werden, sage ich immer. Und genau, da mache ich dann 3 Sätze. Und im letzten Satz mache ich es auch oft so, dass ich dann, wenn nichts mehr geht, lasse das Gewicht fallen und laufe ohne Gewicht weiter, dass man wirklich hier die Beine nochmal so richtig ausbrennt quasi, genau.
So, und am Ende fehlen natürlich noch die Waden, die dürfen natürlich auch nicht vernachlässigt werden. In der Einheit 1 mache ich Wadenheben sitzend, jetzt mache ich Wadenheben stehend, um beide Wadenköpfe gut zu treffen, mache ich auch 4 Sätze im Hypertrophiebereich und damit sind die Beine gut abgedeckt. Du merkst, in diesem Training, im zweiten Training, hatte ich nur komplexe Übungen, also keine Isolationsübungen. Und das habe ich auch so gewählt, weil ich nach dieser Trainingseinheit 3 Tage Pause habe. Nach der anderen Trainingseinheit habe ich nur 2 Tage Pause, deswegen habe ich da ein paar Isolationsübungen. Hier habe ich 3 Tage Pause, kann mich wirklich komplett regenerieren und deswegen wirklich komplexe Übungen, wo die Beine komplett trainiert werden, was eben auch sehr intensiv, aber auch sehr effektiv ist. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus, wie es euch gefallen hat, welche Übungen ihr gerne in eurem Plan drin habt und ja, was ihr vielleicht in Zukunft noch gerne sehen möchtet, welche Videos. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Like, über ein Abo und wenn ihr auf meinen anderen Plattformen vorbeischaut, auf TikTok, auf Instagram oder auf meiner Website. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.